Hallo, grüß euch. Das heutige Video ist meinem absoluten Lieblingsding gewidmet. Und diesen Status hat es schon seit einigen Monaten bei uns zu Hause, nämlich auch bei Matthias. Es ist wirklich die genialste Anschaffung seit langem. Es nennt sich Elixator Dusch, stammt aus einer Manufaktur in Bayern und ist ein kleines Metallstück in der Dusche, das auf Knopfdruck aus dem Duschwasser eine ganz besondere, sehr feine Emulsion macht. Die Haut fühlt sich dann noch so gepflegt und weich an, wie ich das vorher tatsächlich nicht gekannt habe. Man lässt sich sozusagen mit den letzten Duschstrahlen eincremen. Gut, jetzt sind bei euch sicher so einige Fragen entstanden. Was, wie, Emulsion in der Dusche, wie soll das gehen? Ich erzähle und zeige euch jetzt alles der Reihe nach. Der Elixator kommt zunächst einmal wirklich schön und wertig verpackt daher. Die Montage ist sehr einfach. Man braucht maximal eine Zange, um den Duschschlauch abzuschrauben. Der Elixator kommt direkt zwischen Duscharmatur und Duschschlauch. Alles wieder fest zudrehen und fertig. Es wird ein kleines Diegelchen mit guten Bioölen an den Elixator gesteckt und durch eine geniale Wirbeltechnik im Inneren wird das Wasser mit feinsten Pflegeöltröpfchen versehen, aber erst, wenn man diesen Knopf betätigt. Man duscht zunächst wie gewohnt. Durch das warme Wasser öffnen sich die Poren und dann ist die Haut bereit für die extrem fein aufgeschlossenen Öle. Die ziehen sofort ein, man hat also überhaupt kein öliges Gefühl auf der Haut. Man muss sich vorstellen, in einer Minute verbraucht der Elixator nur ein Teelöffel Öl. Und das reicht völlig aus, um den ganzen Körper perfekt zu pflegen. Danach trocknet man sich dann ganz normal ab. Im Handtuch sind keine Ölrückstände zu bemerken und auch die Dusche selbst ist nicht ölig, also man braucht nicht befürchten, dass man ausrutscht. Ich merke lediglich ein leicht seidiges Gefühl unter den Füßen. Das stört mich überhaupt nicht, aber wer das nicht mag, kann ja eine Duschmatte hineinlegen. Was die Reinigung der Duschkabine betrifft, ist es völlig einfach und unkompliziert. Das Öl ist ja so fein mit Wasser vermischt, dass es keine Spuren hinterlässt. Ganz im Gegenteil, Kalk und Seife können jetzt nicht mehr so gut anhaften. Es reicht völlig aus, nach der Anwendung die Duschkabine oder die Badewanne mit warmem Wasser nachzuspülen und bei der allgemeinen Badreinigung halt handelsübliche Badreiniger zu verwenden. Also ich verwende ökologische Badreiniger, das sei an dieser Stelle erwähnt, aber ihr könnt es natürlich verwenden, was ihr wollt. Man kann den Elixator auch an der Badewannenarmatur anschließen und sich eine herrliche, frisch gequirlte Bademilch einlassen. Das ist überhaupt ein Gedicht, sage ich euch. Also da steigt man dann aus der Badewanne, fühlt sich wie Kleopatra. Die Haut ist so seidig weich und gepflegt. Es ist einfach herrlich. Matthias und ich haben ja jetzt schon unsere Lieblingsölmischungen zum Duschen und Baden. Die kann man einerseits beim Hersteller des Elixators, das ist die Manufaktur Wolf aus Oberbayern, mitbestellen. Oder man macht sich einfach seine eigenen Ölmischungen. Wichtig dabei ist nur, dass man wirklich reine Öle benutzt. Nicht irgendwelche Badeöle, die Zusätze beinhalten, sondern wirklich reine Öle. Sei es Amandelöl, Sonnenblumenöl, Jojobaöl, mischt man zusammen. Und dann gibt man auch noch ätherische Öle hinein, wenn man das mag. Und auch die sollen naturrein sein. Das ist wichtig, weil ansonsten könnte diese Wirbeltechnik im Inneren des Elixators verkleben. Die fertigen Ölmischungen sind vollkommen in Bio-Qualität und wirken von entspannend bis aktivierend. Mein Favorit ist das Olio Dolce Rosa und das sind die Düfte von natürlichem Rosenholz und Ylang Ylang drinnen. Also das ist für mich eine Aromatherapie, die mich entspannt und die so richtig die Wohlfühlhormone lockt. Matthias hingegen hat lieber das aktivierende Olio Vitale. Da hat man drinnen den Rosmarin, der die Durchblutung fördert und Lemongrass, was den Geist wach macht. Ja, das ist so sein Lieblingsöl. Man kann auch ein ganz neutrales Basisöl bestellen und dann selbst einfach mit den ätherischen Ölen, die man mag, vermischen. Ich habe auch selbst schon Öle hergestellt. Ich habe da genommen Sonnenblumenöl, Mandelöl und Jojobaöl, habe ich zusammengemischt. Und dann habe ich einen selbstgemachten Birkenblätterauszug an Öligen da dazu gemischt und ganz ein bisschen Lemongrass. Und das ist auch sehr aktivierend und vor allem fürs Bindegewebe straffend. Das kann man immer brauchen als Frau 40 plus. Schaut jetzt nicht. Auch das verwende ich sehr gern. Und dennoch dieser Rosenholzduft und das Ylang Ylang, das ist dennoch mein Favorit. Und entspannt zu sein ist wichtiger als ein straffes Bindegewebe zu haben. Was wir gleichzeitig mit dem Elixator montiert haben, ist dieser wassersparende Bubble Rain Duschkopf. Und obwohl der
nur 6 Liter in der Minute verbraucht, anstatt im Schnitt 18 Liter, hat man ein wirklich wunderbares Duscherlebnis. Im Inneren von diesem Brausekopf, von dieser Brause, entsteht ein Wirbel, der das Duschwasser mit Luftblasen vermischt. Und da entsteht so ein perlender Effekt, ganz, ganz angenehm auf der Haut. Und außerdem spritzt das Wasser nicht so, wenn es auf die Haut trifft. Und dadurch hat man dann auf der Duschkabine, auf dem Glas, nicht so viele Kalkflecken. Außerdem entstehen nicht so viele Aerosole. Aerosole atmet man ja ein und die sind dann verantwortlich für etwaige Infektionen mit Bakterien wie Legionellen. Das heißt, diese Brause ist wirklich umwelt- und gesundheitsfreundlich. Und noch dazu, das gilt für den Elixator und für diese Brause, die sind sehr hochwertig. Die Gewinde sind aus Metall, anders wie heutzutage, muss man wirklich sagen, auch bei renommierten Firmen finde ich da oft Plastikgewinde und das ist einfach, es kehrt sich einfach nicht, weil die werden schnell hin und ja, Metall ist mir da lieber. Also da war ich sehr erfreut, wie ich das festgestellt habe. Ja, es freut mich sehr, dass ich euch wieder mal ein Produkt vorstellen können. Es kommt ja nicht allzu oft vor, dass uns etwas so begeistert und auch im Alltag begleitet, dass es wert findet, ein Video drüber zu drehen. Aber hier ist es einfach der Fall. Und wenn ihr euch mehr Infos dazu holen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung. Da ist das Link zur Webseite von der Manufaktur Wolf. Da könnt ihr durchschmökern, ein bisschen schauen, was die noch so haben. Und wir haben auch im Forum, in unserem Gesundheitsforum, eine Rubrik, wo wir uns mit anderen Anwendern des Elixators austauschen, vielleicht auch Rezepte für Ölmischungen austauschen und so weiter. Also falls ihr auch einer der begeisterten Anwender werdet, dann könnt ihr da mal reinschauen. Alles Liebe euch und bis bald!